Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Stellplatzvorstellung mit eurem Dachmobil. Diese ist wieder aus Frankreich. Wir sind hier, glaube ich, müsste die Picardie sein, auf einem weiteren Campingcarpark gelandet, auf unserer Zwischenübernachtung auf unserer Heimreise aus der Bretagne. Zur Umgebung gibt es diesmal kein Video, da wir gestern hier spät angekommen sind, heute Morgen lang gequatscht haben und jetzt langsam nach Hause müssen. Wir stehen hier auf dem Campingcarpark Oilly-sur-Noy. Ortsschild blende ich besser mal an der Stelle ein, weil den Namen kann ich nicht richtig aussprechen. Wir sind hier im Bereich der Somme. Ich glaube, ich spreche Fluss so richtig aus, oder der Somme. Und der Platz hat auch seine Vorteile. Sehr ländlich, umgeben von vielen kleinen Ortschaften. Wir haben mehrere Orte, Plätze vorher angefahren, die alle aber belegt waren. Und der Vorteil hier ist dieses Freizeit- und Angelparkzentrum, wo ihr wunderschön spazieren, angeln könnt. Es gibt dort vorne einen Biergarten, einen Kinderspielplatz, ein Tretbootverleih und viele sportliche Aktivitäten bis hin zu einem Fitnessparcours. Und wie gesagt, man kann hier wunderbar angeln. Man steht super ruhig am Ortsrand. Ich gehe mal in die Sonne, sonst ist alles so dunkel. Wir blenden euch mal ganz kurz ein paar Bilder ein, die ich für euch gestern Abend noch eingefangen habe, damit ihr versteht, dass es hier eine idyllische Gegend ist. Wenn ihr das Schild seht, dann fahrt Richtung Centre Départemental und am Ende des Weges findet ihr auch schon die Einfahrt zum Campingcarpark. Campingcarpark-System haben wir euch ja schon erklärt. Entweder man besorgt sich zu Hause schon die Karte, man kann die Karte aber auch hier am Terminal erwerben. Die Nutzungsgebühr für die Karte kostet 5 Euro. Ihr könnt hier am Terminal die Karte aufladen und ansonsten hier euren Obolus für die Nacht entrichten. In der Nähe haben wir noch einen Badesee, den Berry-sur-Noy. Und wir sind hier 15 Kilometer von der schönen Stadt Amiens entfernt, Amiens geschrieben. Und es gibt hier vorne einen kleinen Bahnhof, wo ihr dann auch mit dem Zug in die Stadt fahren könnt. Der Stellplatz verfügt über 6 Stellplätze, die ihr ja über die App vorab buchen könnt, wenn ihr das Buchungspaket dazu habt, oder aber auch sehen könnt, wie viele Plätze noch frei sind, was gestern wirklich hilfreich war. Wir haben so viele Plätze, die nicht diesem System angehörten, angefahren. Die waren alle belegt und hatten dann eben uns den ausgesucht nachher mit den meisten freien Plätzen, damit wir nicht weiter anderthalb Stunden waren wir ja schon rumgejückelt nach einem Platz suchen müssen, weil gestern war D-Day und es war alles in der Nähe der Normandie belegt. Hier haben wir einen kurzen Plan über den Stellplatz, wo ihr sehen könnt, wie der Platz aufgebaut ist. Man steht hier mit Hecken getrennt auf 6 schönen, ausreichend großen Stellplätzen, alle jeweils mit Strom versehen. Vorne an, wie wir es kennen, das Multifunktions-Terminal zur End- und Versorgung. Und hier haben wir den Einfahrtbereich. Von der Aussicht her schaut ihr hinten auf ein nettes altes Städtchen und auf grüne Wiesen. Also wunderbar. Erlaubt sind alle Wohnmobile, Kastenwagen mit einer eigenen Toilette. Ihr dürft euren Anhänger mit aufs Gelände bringen. Hunde müssen angeleint sein. Zelte, Wohnmobilwagen oder PKWs sind nicht erlaubt. Wie gesagt, Autarkie ist gegeben, weil wir kein Sanitär haben. Wie alle Campercar-Parks ist der Platz videoüberwacht. Es gibt ein WLAN, das wir nicht getestet haben. Wir haben es gar nicht erst gesucht. Und er ist ganzjährig geöffnet. Du kannst hier auch eine Kurzverweildauer von 5 Stunden stehen. Dann ist es inklusive der Fähr- und Entsorgung mit einer Gebühr von 6 Euro. Der Platz kostet 13,50 plus 50 Cent Kurtaxe pro Person. Also wir haben mit 2 Personen 14,50 Euro für die Nacht bezahlt. Der Platz ist, wie gesagt, ganzjährig geöffnet.
Ihr könnt, wenn ihr ihn reserviert, für 3 Tage reservieren, aber Höchstverweildauer sind 21 Tage. Dann müsst ihr wieder weiterfahren. Wenn ihr noch keine Campercard habt, oder wie wir aufladen müsst, könnt ihr das über das Terminal machen, das 4-sprachig ist und auch eine deutsche einfache Sprachsteuerung verführt, sowie auch das Display. Habt ihr eine Karte und noch genügend Guthaben auf eurer Karte, könnt ihr das Terminal auch ignorieren und direkt durch an das Touchfeld fahren und hier die Karte vorlegen. Hier steht es dann auch nochmal, legen Sie Ihre Karte Passetabs auf die Tastatur, um reinzukommen. Und dann öffnet sich die Schranke auch schon automatisch und ihr könnt auf euren Stellplatz fahren. Auch wenn ihr reserviert haben wolltet, Platznummern kann man nicht reservieren. Ihr habt nur das Anrecht auf einen freien Platz, der hier auf dem Gelände ist. Wenn ihr das Gelände wieder verlassen wollt, gleiches Prinzip, nur von der anderen Seite der Schranke. Neben der Schranke haben wir direkt die Abfallentsorgung, hinter einem Sichtschutz die Tonne für den Restmüll und grün ist nicht Grünschnitt, sondern das ist für Glas und der Rest kennen wir ja, blau für Papier und gelb für die Kunststoffe. Daneben haben wir auch dann schon direkt die Grauwasserentsorgungsrinne. In einem leichten Bogen anzufahren. Sollte auf dem ersten Platz ein größeres Mobil stehen, haben wir das gleiche Problem wie in La Rivière de irgendwas. Dann ist es besser, wir hatten es uns zuerst dahingestellt, dann hat je nachdem ein größeres Mobil hier Rangierschwierigkeiten. Mobile bis 9 Meter gehen hier laut dem Betreiber. Fahrt die Rinne an, den Rest muss ich euch ja nicht erklären. Dann haben wir hier die Chemie-Toilettenentleerung mit dem Deckel, den ihr öffnen müsst, um eure Toiletteninhalte da entsorgen zu können. Einen Wasserhahn zum Spülen der Kassette und bitte dann auch den Push-Kopf-Knopf drücken. Ich mache das nicht mehr vor, nachdem Alfred mich damals in Ernst so gelingt hat. Müsst ihr das selber ausprobieren. Ich bin schon 3-mal geduscht worden. So. Und daneben haben wir schön davon entfernt die Trinkwasserversorgung, wo ihr dann entsprechend euch Wasser ziehen könnt. Schlauchanschluss könnt ihr hier auch oder kleine Mengen. Einfach Knöpfchen drücken, so lang läuft das Wasser läuft dann immer, ich glaube 10 Liter oder 5. Ich weiß es nicht. Haben wir jetzt nicht ausprobiert. Wollen wir auch jetzt nicht ausprobieren. Und dann sind wir mit dem Terminal schon durch. Hier stehen wir. Und da könnt ihr auch sehen, wie groß die Parzelle ist. Also man kann da noch gemütlich neben sitzen oder auch die Markise öffnen. Genügend Privatsphäre durch die Hecke. Und am Ende der Hecke ist auch schon der Strom. Eine Stromsäule, immer für rechts und links, also hier ist direkt euer Anschluss, Stecker rein, der Strompreis ist ja inklusive und hier ist das Wasser auch inklusive gewesen, in dem einen Park kam das Wasser noch dazu. Kann sein. Musstest du die Karte auflegen, hier nicht. Also alles inklusive. Was wollen wir sagen, für die Übernachtung war es top. Und auch so mal einen Tag sich hier aufs Rad setzen, in die Stadt fahren, die Seen hier entlang fahren. Für ein Wochenende wäre es auch mal eine Idee, wenn es nicht so weit wäre, weil wir haben noch fast 400 Kilometer bis nach Hause. Fazit, der Platz ist mal wieder gut und hat uns wirklich vor Schaden bewahrt. Ja. Ansonsten wäre Alfred nämlich gestern noch nach Hause gefahren. Der wäre die über 1000 Kilometer durchgejückelt. Und das wollte ich nicht. Unsere Nerven waren nach der Odyssee durch den Ort, durch diese komische Stadt, die nicht enden wollte, nämlich ziemlich blank. So, und jetzt wünsche ich euch wieder... Nein. Ich wünsche euch, ihr habt euch wieder gut unterhalten mit uns. Wir wünschen uns noch eine gute Weiterfahrt und der nächste Stellplatz, der kommt dann wieder aus unseren Wochenendtouren rund um unser Wohngebiet, würde ich mal sagen. Also bis dann, macht's gut, schaut in die Videos von der Bretagne, ihr verpasst was. Es war traumhaft und wir haben euch Bilder eingefangen, die sind nicht mit Worten zu beschreiben.
Und ich rede da auch nur ganz, ganz wenig. Diesmal haben wir der Musik den Vorrang gelassen. Macht's gut. Bis dann. Ciao. Ciao.